Die Feuerwehren aus Simbach am Inn, Braunau, Erlach und Minning haben am vergangenen Wochenende eine gemeinsame Übung durchgeführt. Geprobt wurde der Brand eines Güterzugs. Die Deutsche Bahn bzw. die Südostbayernbahn hat uns dafür einen Güterzug zur Verfügung gestellt mit zwei Waggonen und einer Lokomotive. Und wir sind davon ausgegangen, dass also Gefahrstoff im Zug ist. Und dieser Gefahrstoff reagiert mit Wasser. Also man hat mit Wasser nicht löschen können. Der Tankwaggon hinten, der hat eine ungefährliche Flüssigkeit drin gehabt, den haben wir also nicht so beachten müssen. Aber es ist um das Prozedere gegangen, die Alarmierungskette, die ja vom Lokführer ausgelöst worden ist. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren sowie zwischen der Deutschen Bahn und der ÖBB wurden bei dem inszenierten Einsatz getestet. Die Feuerwehren hatten durch das unwegsame Gelände einen schweren Zugang zum Unfallort. Doch auch bei einem tatsächlichen Einsatz sind die Bedingungen nicht immer einfach. Kann passieren. Es ist natürlich eher ungewöhnlich, dass ein Gefahrgutaustritt auf der Strecke festgestellt wird. Das wird eher mal in einem Bahnhof drinnen passieren, dass man sieht, es ist irgendwo eine Armatur nicht dicht. Aber auch sowas kann natürlich vorkommen und es kann ja immer auch was Ähnliches sein, dass halt ein anderer Zug aus irgendwelchen Gründen auf der Strecke stehen bleibt. Neben der Rettung des bewusstlosen Zugführers mussten die Einsatzkräfte eine Ölsperre im angrenzenden Simbach errichten. Im Ernstfall soll damit verhindert werden, dass Schadstoffe durch das Gewässer verbreitet werden. Außerdem musste der Zug trotz starker Rauchentwicklung nach dem Austrittsort des Gefahrenguts abgesucht werden. Ja, dann ist halt festgestellt worden, was für Gefahrstoff im Zug ist. Und dieser Gefahrstoff ist dann entsprechend der Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitsdatenblatt dann entsprechend dann behandelt worden. Das heißt, also, er darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, weil sonst reagiert er. Und es ist ein Produktaustritt da gewesen. Der Umgang mit den sogenannten Chemikalienschutzanzügen ist auch für die Feuerwehrkräfte nicht alltäglich. Wir haben es so weit ausgestattet bei der Feuerwehr Simbach und Feuerwehr Braunau, dass wir chemikalienschutzmäßig den sogenannten Erstangriff machen können und mit der sogenannten Notdekon. Sprich, wir müssen unsere eigenen Kräfte selber abwaschen können, dekontaminieren, weil die haben mit dem Stoff in Berührung gekommen. Das wird über so mobile Auffangbecken, werden die abgewaschen, dass der Stoff runterkommt und dann praktisch die Kräfte wieder aus dem Anzug raus. Nach Ende der Übung konnten die Beobachter einige lehrreiche Ergebnisse notieren. Im Ernstfall soll dadurch schnell und effizient geholfen werden. Vor allem die Personenrettung sei aber schon jetzt sehr zufriedenstellend abgelaufen, so Kreisbrandmeister Manfred Deser.